Ja, Sie haben es gesehen, Pokémon halten die Stadt in Atem oder besser gesagt den Blick auf dem Smartphone. Die kleinen Monster tauchen nun vielleicht auch bei der anstehenden Kommunalwahl auf, denn die Jusos in Lehrte schlagen vor, mit den Pokémon-Monstern Leute in die Wahllokale zu locken. Im Studio begrüße ich André Tepper von den Jusos in Lehrte. Guten Tag, Anna. Herr Tepper, Pokémon ins Wahllokal, warum? Der Hintergrund unseres Vorschlages ist einfach, dass die Jugendlichen und Erstwähler bei der letzten Kommunalwahl sehr wenig wählen gegangen sind. Das lag bei uns in Lehrte um die 30%. Wir möchten gerne den Wahlgang für diese Klientel etwas attraktiver machen und auch, dass vielleicht der Termin der Kommunalwahl besser haften bleibt, wenn dann auch ein Anreiz geschaffen wird, dort hinzugehen. Wie kann ich mir das denn in der Praxis vorstellen? Sind die kleinen Monster dann im Wahllokal versteckt? Also unser Vorschlag zielt eigentlich darauf ab, dass wir Pokémons oder auch Pokéstops vor die Wahllokale setzen wollen. Also nicht direkt ins Wahllokal, um dort auch den Wahlgang nicht zu stören. Ich sage mal, die Jugendlichen gehen dorthin, sammeln die Pokémons ein und wir erhoffen uns davon, dass sie dann auch ins Wahllokal finden, um dann dort ihre Stimme abzugeben. Jetzt ist ja Pokémon Go ein Spiel. Besteht da nicht die Gefahr, dass dann auch die Wahlen so als Spiel und Spaß aufgefasst werden? Die Gefahr sehe ich ehrlich gesagt gar nicht so, weil ich denke schon, dass die Jugendlichen unterscheiden können zwischen Spiel und virtuell und Ernsthaftigkeit und Realität. Und es geht eigentlich nur darum, den Gang zur Wahl attraktiver zu machen. Jetzt ist es ja teilweise in Geschäften passiert, dass dort ganze Gruppen von Jugendlichen kamen, um diese Pokémons zu jagen. Würde das den Ablauf bei der Wahl nicht stören? Deswegen schlagen wir auch vor, direkt nur vors Wahllokal zu gehen, nicht direkt ins Wahllokal rein, dass dort dann nicht 100 Jugendliche oder so im Wahllokal wären, was natürlich ein toller Erfolg wäre, wenn dadurch die Wahlbeteiligung gerade bei den jungen Wählern gesteigert werden könnte. Wenn Sie sich beteiligen. Bitte. Wäre es nicht aber anstattdessen sinnvoller, Leute so generell für Politik zu interessieren und sie auf diese Art und Weise dann ins Wahllokal zu bringen, als mit so einer Einzelaktion? Das tun wir über Jahre hinweg. Wir setzen uns natürlich auch inhaltlich mit den Jugendlichen auseinander oder möchten auch inhaltlich für die Jugendlichen was erreichen. Ich erwähne nur kurz den Freifahrtschein für Jugendliche und die Erneuerung der Skater- und BMX-Bahn in Lehrte. Und daher denke ich schon, dass es ein Anreiz ist für Jugendliche, auf Wählen zu gehen und sich mit Politik zu befassen. Ist es denn mittlerweile eigentlich sicher, dass der Spielebetreiber von Pokémon Go die Aktion erlauben würde? Sicher ist das noch gar nicht. Also wir werden jetzt Kontakt aufnehmen mit Niantic. Das ist die Firma, die Pokémons betreibt und initiieren müsste. Ich bin gespannt, welche Reaktion wir von der Firma erhalten. Ich hoffe mal, dass wir vielleicht in der nächsten Woche schon schlauer sind, weil eigentlich ist die Programmierung für Pokémons nicht so umfangreich für ein paar Wahllokale in Lehrte. Das heißt, ab der nächsten Woche können wir definitiv mit einem Bescheid rechnen, Pokémon im Wahllokal, ja oder nein. Das würde ich mir wünschen. Ich hoffe, dass wir eine Antwort von der Firma in der nächsten Woche erhalten werden. André Tepper von den Jusos in Lehrte zur Idee der Pokémon im Wahllokal. Vielen Dank für Ihren Besuch im Gern Studio. geschehen. Danke.